Servus! Ich wollte im Rahmen der Serie Einfach fitter für Vielbeschäftigte kurze, knackige Trainings für Menschen, die nicht so viel Zeit haben oder sich nicht viel Zeit nehmen können oder wollen für Trainings- und Bewegungseinheiten kurz 3 Tage zusammenfassen, an denen ich nicht gefilmt hatte. Und zwar waren das die Tage 16 bis 18. An Tag 15 hatte ich das kraftbetonte Training gemacht, sprich das Handstanddrücken und das Kreuzheben. Da ich schon länger kein Kreuzheben mehr gemacht hatte, war ich entsprechend verspannt danach im Rücken. Das heißt, den Tag danach, das war Tag 16, habe ich mich mit dem Foamroller massiert, sprich auf der Hartschaumrolle bin ich hin und her gerollt, um meine Muskelspannung etwas zu reduzieren. Habe dann auch noch ein bisschen Mobility-Übung gemacht, sprich den ganzen Körper durchbewegt. Das war der Tag 16, hat alles in allem so, ja, 25, 30 Minuten gedauert, würde ich sagen. Und dann am folgenden Tag war ich aber immer noch leicht verspannt und hatte mehr das Bedürfnis, mich durchzubewegen, zumal ich auch viel zu tun hatte, nicht viel Zeit und war auch noch ein bisschen müde, weil ich früh aufstehen musste und spät ins Bett kam. Deswegen am zweiten Tag, also auch an Tag 17, Mobilisation, den ganzen Körper durchbewegen. Am Tag 18 war ich so träge, weil ich wieder ganz viel gearbeitet und leider zu wenig geschlafen habe. Da habe ich gar nichts gemacht und nicht mal eine Mobilisationseinheit. Ich war einfach zu müde und wollte mich gar nicht extra nochmal bewegen oder aufraffen. Da habe ich geguckt, dass ich ein bisschen früh ins Bett gegangen bin. Das waren die 3 Trainingstage, sofern man sie Trainingstage nennen konnte, Tag 16 bis 18. An 2 Tagen habe ich mich mobilisiert und den letzten Tag habe ich auf meinen Körper gehört und habe mal gar nichts gemacht.